Im Zentrum steht dabei die Verabschiedung von einem neuen internationalen Klimaprotokoll als Nachfolge des Kyoto-Protokolls. Es geht also darum, neue internationale Klimaziele zu vereinbaren. Obwohl in diesem Zusammenhang in erster Linie über die Reduktion von Treibhausgasen gesprochen wird, steht das Thema natürlich eng im Zusammenhang mit dem Wasser. Ich freue mich deswegen sehr, dass Kurt Saug-Ott von Kirche und Umwelt im Hinblick auf die Klimakonferenz ein paar Worte an uns richten wird und dabei den Bezug zu unserer Wasserthematik herstellen wird. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde. Ich danke für die Gelegenheit, hier sprechen zu können. Vieles zum Thema Wasser und Klimaveränderungen ist bereits gesagt worden. Vor allem auch Maud Barlow hat schon einiges angesprochen, was ich sagen wollte. Ich halte mich dann entsprechend kürzer. Ich spreche hier als Leiter der Arbeitsstelle Ökokirche und Umwelt. Ich bin aber auch Mitglied der Kerngruppe der Klimaallianz, eines lockeren Zusammenschlusses von über 60 Organisationen in der Schweiz, Umweltverbände, Kirchen. Die Allianz Süd ist dabei, Brot für alle, Fastenopfer. Die Klimaallianz hat im Frühjahr eine Petition mit über 100.000 Unterschriften eingereicht. Wahrscheinlich haben Sie die alle unterschrieben. Diese Petition hat folgende Forderungen gestellt: Dass die Schweiz ihre Energieversorgung bis 2050 vollständig auf erneuerbare Energien umstellt. Wir brauchen einen schnellen, kompletten Ausstieg aus den fossilen Energien, um ein lebenswertes Klima zu erhalten und die globale Erwärmung nicht über 2 Grad steigen zu lassen. Und das bedeutet konkret 40% Reduktion der CO2-Emissionen bis 2020, 60% Reduktion bis 2030 und das alles gegenüber dem Stand von 1990. Und der zweite Punkt, dass die Schweiz international jene Entwicklungsländer finanziell unterstützt, die wenig zur Klimaerwärmung beigetragen haben. Die Schweizer Delegation reist mit sehr viel weniger im Angebot nach Paris. Frau Leuthard weiß das zwar immer sehr gut zu verkaufen, es klingt ja gut, wenn der Bundesrat sagt, wir sind bereit, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 50% zu senken. 20% will er aber durch den Kauf von CO2-Zertifikaten im Ausland reduzieren. Das Schweizer Angebot ist also eine Reduktion des CO2-Ausstoßes faktisch im Inland um 30%. Und dann müssen wir noch sagen, im jetzigen CO2-Gesetz haben wir uns verpflichtet, bis 2020 20% zu reduzieren. Also sind es zwischen 2020 und 2030 noch 10% zusätzlich. Das ist alles, was die Schweiz konkret anbietet im Inland. Ich weiß, dass die Forderung für viele sehr ambitioniert klingt, um nicht zu sagen unrealistisch, komplett aus den fossilen Energien auszusteigen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Landeskirchen in ihrem Brief zur Klimafrage, der morgen veröffentlicht wird, dass die konkreten Forderungen der Klimaallianz, die die Hilfswerke mit unterstützen, da nicht erscheinen werden. Das ist schade, aber ich bin sehr froh, dass sie sich überhaupt zur Thematik äußern und sich öffentlich für den Klimaschutz äußern. Diese Forderungen haben natürlich schon sehr viel mit meinem Redezuthema zu tun, das Thema Wasser am Klimagipfel. Aber mein Fazit nach längerer Recherche war, das Wasser ist eigentlich kein Thema am Klimagipfel. Aber es hat sehr viele direkte Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, wenn wir zu keinem Abkommen kommen. Denn wenn die Weltgemeinschaft in Paris keinen wirksamen Vertrag zustande bringt und die Erwärmung ungebremst weitergeht, wird das massivste Auswirkungen
auf den weltweiten Wasserhaushalt haben. Erste Auswirkungen sind schon heute feststellbar, auch bei uns. Sie kennen das. Wir waren diesen Sommer am Triftgletscher, da hat es eine ganz großartige Brücke, da pilgern heute viele Leute hin. Das Schweizer Radio und Fernsehen hat Anfang August gemeldet, noch nie schmolzen die Gletscher rascher als in den ersten 10 Jahren des 21. Jahrhunderts. Bei gleichbleibendem Klimawandel werden bis Ende des Jahrhunderts 90% des Eises verschwunden sein. Ich zeige Ihnen jetzt frühere Bilder des Triftgletschers. Ganz links 1948. Früher ging man über den Gletscher hier auf die andere Seite, um in die Trifthütte zu kommen. Das ist heute nicht mehr möglich, also heute ist der Gletscher nicht mal mehr hier unten am See, er endet etwa hier oben. Und man müsste schwimmen, um zur Trifthütte zu kommen, darum hat man an dieser Stelle hier diese Brücke gebaut. Der Triftgletscher ist einer der am schnellsten schmelzenden Gletscher in den Schweizer Alpen. Die Schweiz gilt als Wasserschloss Europas. Es wurde bereits gesagt heute Morgen. Aber stellen Sie sich vor, was es bedeutet, wenn die Gletscher, unser Wasserreservoir für den Sommer, bis Ende des Jahrhunderts nur noch 10% ihrer Masse haben werden. Wie sieht es dann mit den Wasserabflussmengen aus? Schon in diesem Jahr sind wegen des heißen Sommers die Abflussmengen in den Flüssen stark zurückgegangen. In der Aare-Schlaufe um die Engehalbinsel floss Anfang November nur noch die obligatorische Restwassermenge. Die Emme war streckenweise fast ausgetrocknet. Forscher meinen, dass die Schweiz bis Mitte des Jahrhunderts noch kein gravierendes Wasserproblem haben wird. Aber in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts dürfen die Auswirkungen des Klimawandels auf die Abflussmengen spürbar werden. Die Flusswasserstände im Sommer dürften tiefer liegen, im Winter, so die Prognosen, werden die Wassermengen zunehmen. Im Durchschnitt immer noch gleich viel Wasser. Das bedeutet, dass die Schweiz noch mehr Adaptationsmaßnahmen ergreifen muss, als sie dies heute schon tut. Wir haben Risikopläne gemacht für Überschwemmungsgefahr, die ganzen Wasserregulierungen werden ausgebaut, wir haben Hochwassermanagementmaßnahmen ergriffen, wir werden diese auch im Sommer brauchen, so wie Kalifornien, das jetzt schon 5 Jahre Dürre hat, das wird uns auch blühen in den Sommermonaten. Adaptationsmaßnahmen werden auch notwendig sein, weil wir produzieren Energie aus Wasserkraft, wir werden mehr landwirtschaftliche Flächen bewässern müssen. Wenn wir weiterhin Skisport machen wollen, müssen wir Skigebiete beschneien. Die Trinkwasserversorgung hat Bedürfnisse und auch die Natur bedarf gewisser Wassermengen. Sonst stimmt es mit der Biodiversität nicht mehr und es wird vermehrt Konflikte geben, auch in der Schweiz, zwischen diesen konkurrenzierenden Nutzungen. Das ein kurzer Spot auf die Auswirkungen in der Schweiz. Und wir sind sicher ein Land, das komfortabel in die Zukunft geht. Weltweit sieht es viel kritischer aus. Der blaue Planet ist zu 70% von Wasser bedeckt. Nur 3% davon sind Süßwasservorräte. Mehr als 2/3 davon sind gefroren an den beiden Polkappen gebunden. Wenn die Polkappen abschmelzen, erhöht sich der Meeresspiegel. Und dieses gefrorene Süßwasser wird dadurch ebenfalls zu Salzwasser, das für uns nicht nutzbar ist. Gleichzeitig ist der Wasserbedarf der Menschheit in den vergangenen Jahrzehnten drastisch gestiegen. Ein Grund ist das Bevölkerungswachstum. In den letzten 50 Jahren hat sich die weltweite Wasserentnahme verdreifacht. Dies zeigt, dass die an sich schon heute kritische Situation wird durch den Klimawandel nochmal zusätzlich verschärft. Ich habe dafür ein einziges Bild ausgesucht, die Zu- und Abnahme des Wasserabflusses. Im Schnitt zwischen 2090-99 gegenüber 1980-99.
da gibt es in gewissen Gegenden bis zu 40% weniger Wasser in den Abflüssen, also gegen Ende des Jahrhunderts. Global lautet der Wasserverteilslogan in Zeiten des Klimawandels ganz biblisch: Wer hat, dem wird gegeben werden, und wer nicht hat, wird auch das noch genommen, was er hat. Markus 4,25. Das heißt, in Regionen, die bis anhin schon wenig Wasser hatten, wird es noch knapper werden. Beispielsweise im Mittelmeerraum, in anderen Regionen, zum Beispiel in Sibirien oder in gewissen Ländern Ostasiens, ist mit einer Zunahme der Niederschläge zu rechnen, also auch mit starken Überschwemmungen. Weil die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt regional sehr unterschiedlich ausfallen, dürfte es kaum möglich sein, über die Wasserverteilung eine globale Übereinkunft zu erzielen. Wasser ist aufgrund der natürlichen Begebenheiten und der Klimazonen naturgemäß ungleich verteilt. Durch den Klimawandel wird diese ungleiche Verteilung aber zusätzlich verschärft. Darum ist entscheidend, dass der Ausstoß von Treibhausgasen vermindert wird, damit die schon vorhandene ungleiche Verteilung des Wassers nicht noch ungleicher wird. Zusätzlich sind Adaptationsmaßnahmen notwendig. Parallel zur Reduktion des Ausstoßes an Treibhausgasen sind regional unterschiedliche Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel notwendig. In Küstenregionen müssen Dämme erhöht werden wegen des Anstiegs des Meeresspiegels. Deutschland und Holland verstärken schon heute ihre Damm- und Deichsysteme. Tiefliegende Länder wie Bangladesch werden sich solche Maßnahmen kaum leisten können. Steigende Meeresspiegel, Flutkatastrophen, Hitzewellen oder Stürme bedrohen die am Meer gelegenen Metropolen, vor allem in Asien. Die Bewohner der Pazifikinseln können sich gegen den Anstieg des Meeresspiegels, die Versalzung des Grundwassers und die Stürme kaum schützen. Ihre einzige Alternative ist zum Teil schon heute die Auswanderung nach Neuseeland oder Australien. Die AOSIS-Staaten, also die Pazifikstaaten, fordern darum eigentlich eine Begrenzung des CO2-Ausstoßes so, dass die 1,5-Grad-Grenze nicht überschritten wird. Die Staaten haben sich verpflichtet, die 2-Grad-Grenze einzuhalten. Vielen armen Ländern fehlt aber das Know-how und die finanziellen Mittel für entsprechende Anpassungsmaßnahmen. In Trockenregionen könnte es sinnvoll sein, Rückhaltebecken und Zisternen für die Speicherung von Regenwasser zu bauen. Das hat Marcello Barros vorhin ausgeführt. Ebenso sollte das noch vorhandene Wasser effizienter genutzt werden, beispielsweise an Nil, Euphrat, Tigris und auch dem Jordan. Und dann ist dringend, dass die Flussanrainerstaaten sich über die Verteilung des vorhandenen Wassers einigen. In Ägypten, Sudan ist da gerade ein Krieg abgewendet worden. Mit Hydrodiplomatie zwischen Sudan und Ägypten hat man sich da offenbar doch einigen können. Arme Länder sind vom Klimawandel stärker betroffen und sie sind verletzlicher als reiche Länder. Viele der Anpassungsmaßnahmen können sie sich aus eigener Kraft nicht leisten oder es fehlt ihnen die Technik und das Know-how. Darum ist der Schlüssel für das Gelingen des Klimagipfels auch die Bereitstellung genügender finanzieller Mittel im Grünen Klimafonds. Aus diesem Fonds sollen Adaptationsmaßnahmen finanziert werden können. Und da wird die Finanzierung von Wassermanagementmaßnahmen eine ganz zentrale Rolle spielen. In Paris wird also nicht direkt über Wasser verhandelt, sehr wohl aber über die finanzielle Unterstützung für ärmere Länder, die sich den veränderten Bedingungen anpassen müssen. Je mehr Geld für Anpassungsmaßnahmen zur Verfügung steht, desto eher haben die armen Länder eine Chance, sich mit dem Klimawandel umgehen zu können. Wie dramatisch die Situation in den nächsten 10 Jahren schon werden kann, zeigt diese Grafik zu Afrika. Es zeigt, wie dramatisch innerhalb von 10 Jahren die Verfügbarkeit von Wasser in Afrika abnehmen wird.
Allerdings ist in Afrika nicht unbedingt zu wenig Wasser vorhanden. Es liegt eher daran, dass die vorhandenen Wasserressourcen nicht erschlossen werden und dass die Wasser- und Abwasserinfrastruktur schlecht oder schlecht unterhalten ist. Der Weltwasserbericht 2015 hält fest, derzeit werden nur 5% der nutzbaren Wasserressourcen Afrikas tatsächlich genutzt. Die bereits bestehenden Probleme werden aber durch den Klimawandel und das starke Bevölkerungswachstum noch verstärkt und das könnte dann dramatisch werden. Adaptationsmaßnahmen sollten die Anpassungsfähigkeit afrikanischer Wasserverwaltungsstrukturen erhöhen. Viele afrikanische Länder haben begonnen, die Wasserverwaltungen zu reformieren, zum Beispiel Ghana, Mauritius, Südafrika, Uganda und auch Simbabwe. Ziele eines umfassenden Wassermanagements sind, eine nachhaltige Wassernutzung zu garantieren, also dass nicht mehr genutzt wird, als sich erneuert, dass die Wasserressourcen gerecht verteilt werden, dass das Wassermanagement dezentralisiert wird und auch hydrologische Grenzen eingeführt werden, beispielsweise für die Entnahme von Wasser für die Landwirtschaft. Im Kanton Bern beispielsweise ist es das Amt für Wasser und Abfall, das Gewässerregulierung, Gewässerschutz und das Management der Abflüsse in der Aare und in diesem ganzen Seensystem regelt. Solche Systeme müssen auch die Staaten Afrikas einführen können. Das entspricht dem Ziel 6 für nachhaltige Entwicklung der UNO. Es geht darum, die Verfügbarkeit und das nachhaltige Wassermanagement und der Abwasserinfrastruktur zu sichern. Mit der Umsetzung dieser fortschrittlichen Gesetze hapert es aber oft aufgrund der Schwäche der Regierungen, der allgemeinen Armut, dem Mangel an Finanzen und gut ausgebildeten Leuten. Vielleicht noch ein Blick auf die arabischen Länder, die wir ja sehr oft in unseren Medien haben. Im Weltwasserbericht von 2015 steht zu dieser Region, in der arabischen Welt stellt Wasserknappheit die größte Herausforderung für eine nachhaltige Entwicklung dar. Hier tragen nicht nachhaltiger Verbrauch, übermäßige Entnahme von Oberflächen und Grundwasser zu Wasserknappheit bei und behindern damit eine langfristig nachhaltige Entwicklung. Amerikanische Forscher vermuten, dass der Klimawandel schon 2011 eine wichtige Rolle beim Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien gespielt haben könnte. Maud Barlow hat das schon angesprochen. Zwischen 2006 und 2010 war eine große Dürre in Teilen des sogenannten fruchtbaren Halbmondes an Euphrat und Tigris. Betroffen waren die Türkei, der Irak und Syrien. Im Nordosten Syriens, der Kornkammer des Landes, brach das landwirtschaftliche System zusammen, schreiben die Forscher. Es kam zu Ernteausfällen, viele Bauern verloren große Teile ihrer Viehherden. Es kam zu mangelnder Ernährung und die Landbevölkerung ist in die Stadt gezogen und in den Städten waren die Städte waren voll mit Flüchtlingen aus dem Irakkrieg. Das hat die soziale Unruhe geschürt und vielleicht hat das mit dazu beigetragen, dass die Leute sich gewehrt haben, auf die Straße gegangen sind. Vielleicht stand das am Anfang der Krise in Syrien. Letztlich müssen wir uns also fragen, ob eine der Wurzeln der Krisen im Nahen und Mittleren Osten auch im Klimawandel liegt. In Ägypten, in Israel, im Jemen und wohl auch an Euphrat und Tigris werden die Oberflächengewässer und die Grundwasservorräte schon seit Jahren übermäßig geplündert. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung und die Landwirtschaft ist nicht in der Lage, die für die Grundversorgung notwendigen Nahrungsmittel zu produzieren. Die heutigen Flüchtlinge aus Syrien sind vielleicht erst die Vorboten
von noch viel größeren Wanderungsbewegungen in der Zukunft, wenn die erwähnten Länder ihrer Bevölkerung keine angemessene Lebensqualität mehr bieten können. Nicolas Hulot, der Sonderbeauftragte der französischen Regierung für den Schutz des Planeten, meinte nach den Anschlägen vom 13. November in Paris sogar, dass die aktuelle Situation mit den großen Flüchtlingszahlen, den Kriegen und den Bombenanschlägen wie an eine Bannerwerbung für den Film sei, der erst in Vorbereitung sei. Er meint, die Klimaerwärmung bedeutet nicht nur, dass es wärmer wird, sondern dass wir letztlich in einer Welt der Barbarei leben werden. Die Antwort auf diese sich zuspitzende Situation kann nur sein, den Klimaschutz aktiv und verstärkt voranzutreiben. Die zentralen Punkte für den Klimagipfel in Paris sind darum für die Sicherung des Zugangs zu Wasser, Emissionsreduktion und nochmal Emissionsreduktion. Und das Abkommen von Paris muss einen ausreichend verbindlichen rechtlichen Rahmen schaffen, damit die globalen und nationalen Ziele alle 5 Jahre überprüft und verschärft werden. Denn wir wissen schon heute, dass die von den Staaten eingebrachten Reduktionsziele, wenn sie denn eingehalten werden, noch nicht reichen, um das 2-Grad-Ziel einzuhalten. Als Ziel sollte irgendwo festgehalten werden, dass die vollständige Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien bis 2050, das sollte festgeschrieben werden, die sogenannte Dekarbonisierung. Und in Paris müssen konkrete Rahmenbedingungen für eine gerechte, ausreichende Finanzierung von Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen geschaffen werden. Wie ich schon ausgeführt habe, hat die Schweiz in beiden Punkten ein ungenügendes Angebot gemacht. Die Ziele habe ich schon genannt, 60% Reduktion im Inland bis 2030. Dann hat die Schweiz auch kein angemessenes Angebot bei den Finanzen gemacht. Frau Leutert spricht von 100 Millionen Franken bisher für den Klimafonds. Es sind von der Schweiz mindestens Zahlungen im Umfang von 1 Milliarde pro Jahr gefordert. Ich habe nachgeschaut, in welchem Verhältnis das steht zum Rahmenkredit für die Entwicklungszusammenarbeit. Wir investieren da im Moment etwa 3 Milliarden. Und die Klimaallianz möchte nicht, dass diese zusätzliche Milliarde von der Entwicklungszusammenarbeit weggenommen wird. Die Gefahr besteht aber, dass das passieren wird. Wir dürfen nicht darauf hoffen und warten, dass die Weltgemeinschaft die Schweiz verpflichtet, mehr zu tun. Wir müssen selbst aktiv sein, um der Politik klarzumachen, dass die Bevölkerung und mit ihr die Kirchen bereit sind, ihren Anteil zur Lösung des Klimaproblems zu leisten. Und darum geht es beim heutigen Klimaaktionstag den Nichtregierungsorganisationen, den Druck auf die nationalen Regierungen weltweit zu verstärken, damit sie mehr Bereitschaft zeigen, den Klimaschutz auf nationaler und internationaler Ebene voranzubringen. Tagespolitische Themen wie die Flüchtlingssituation, die Terroranschläge oder die Wirtschaftssituation dürfen die Aufmerksamkeit für die sich zuspitzende Klimakrise nicht verdrängen. Ich danke Ihnen.